Leute, seid gegrüßt zum neuen Video. Heute geht es mal um was ganz Tolles, nämlich ein neuer Brand, nennt sich Mellif, hat mir hier einige Werkzeuge geschickt und nach dem Intro schauen wir uns die mal etwas genauer an. Ja, von Mellif kommen hier einige neue Werkzeuge. Ich habe hier 4 Stück an der Zahl bekommen. Zum einen haben wir hier eine Heißklebepistole, eine Akku-Heißklebepistole. Dann haben wir eine Akku-Mini-Handkreissäge, die sogar noch einen Brushless-Motor mit dabei hat. Dann haben wir hier eine tolle Pumpe mit dabei, eine Akkupumpe. Und dann haben wir einen Akku-Aufsatz. Das Ganze für Akkus konzipiert der Marke Bosch, Bosch Professional und Makita und kommen vielleicht noch ein paar andere Sorten. Also jedes Gerät wird es dann später geben für verschiedene Akkusysteme der großen Marken. Das heißt, die Kompatibilität ist hergestellt. Gerade bei Makita-Akkus ist es ja so, da passen ja auch sehr, sehr viele China-Gadgets ansonsten auch mit drauf. Das heißt, wenn ihr da irgendwas habt, was dann auch Makita-kompatibel ist, diese Akkus, die passen dann in diese Geräte dann in der Regel auch rein. Wir haben zum einen hier, gucken wir uns das als erstes hier mal an, einen Akku-Aufsatz mit dabei. Wie gesagt, den gibt es momentan schon für Makita-Akkus, dann für Bosch Professional-Akkus und für die Bosch 18-Volt-Serie in grün. Sieht so aus. Nehmen wir das Ganze mal raus. Dann haben wir zum einen hier eine Taschenlampenfunktion, die dann gegeben ist. Dann haben wir an der Seite eine Powerbank-Funktion, die gegeben ist. Das heißt, hier können wir dann ein USB-C-Kabel anschließen oder ein normales USB-Kabel und dann das Ganze als Powerbank verwenden. Oben haben wir Gürtelclip, sodass ihr euch das irgendwie auch anklipsen könnt. Und auf der Rückseite haben wir hier noch einen 12 Volt Ladeadapter mit dran, der für Notstromaggregate zum Beispiel dann da ist. Dann könnt ihr das wie folgt machen. Ihr nehmt dann einfach in diesem Fall jetzt hier einen Bosch Professional Akku, der sieht so aus. Dann wird das Ganze hier adaptiert und schon ist das Ganze hier in Funktion. Könnt ihr euch einmal durchlesen auf der Seite. Das Teil ist auch nicht besonders teuer. Wenn ich jetzt grundsätzlich noch ein paar Codes bekomme vom Hersteller, dann findet ihr die unten auch in der Videobeschreibung. Finde ich auf jeden Fall eine ganz tolle Sache. So was Ähnliches gibt es von Bosch auch, allerdings nicht zu dem Preis und nicht mit diesem Funktionsumfang, wie es jetzt hier der Fall ist. Und ansonsten, wenn ihr wie gesagt auf der Baustelle seid oder irgendwas anderes anschließen möchtet hier über die Powerbank-Adapter, dann könnt ihr das hier machen mit dem USB-C-Kabel, könnt das Handy dran anschließen, dann wird aus diesem Akku heraus dann euer Handy aufgeladen. Ja, als zweites Gerät haben wir jetzt hier eine Heißluftpistole, eine Akku-Heißklebepistole. Wenn ihr sowas noch sucht, dann ist das vielleicht genau das richtige Gadget jetzt auch dann für euch. Denn wie gesagt, das ist jetzt mit Makita-Akkus kompatibel. Bedienungsanleitung ist mit dabei. Dann die Heißluftpistole als solche. Dann haben wir hier einiges an Aufsätzen mit dabei. Das sind so die gewöhnlichen Sachen, was eigentlich immer bei den Heißklebepistolen dabei ist. Das sind so diese gewöhnlichen Aufsätze, die eigentlich immer an diesen Heißluftpistolen ansonsten dabei sind. Hier einmal was den Luftstrom so umlenkt, dass ihr dann zum Beispiel auch Schrumpfschlauch mit verlegen könnt oder zumindest den dann heiß machen könnt. Dann eine gerade Aufsatz, dann eine gerade Düse als Aufsatz. Dann haben wir hier nochmal so eine Flachdüse als Aufsatz. Und dann haben wir hier nochmal irgendetwas, womit ihr dann auch direkt dann zum Beispiel alte Farbe oder sowas ablösen könnt. Das funktioniert also mit diesen Pistolen grundsätzlich auch. Ihr habt hier die Möglichkeit, einmal 550 Grad einzustellen und einmal 300 Grad einzustellen. Und das Ganze wird dann so verwendet wie ein normaler Akkuschrauber, sage ich mal. Das heißt, ihr müsst hier einmal zur Seite drücken und dann gibt diese Pistole Gas. Hier oben drauf habt ihr dann die Möglichkeit, das Ganze zu verstellen in der Intensität, wie ich eben schon gesagt habe. Und so sieht das Teil doch jetzt erstmal recht schmuck aus, wenn ihr das euch so mal anguckt. Stecken wir mal einen Akku auf. Das sind hier diese ganz normalen 18-Volt-Akkus von Makita, die dann drauf passen. Und dann können wir das Ganze hier in Betrieb nehmen und das wird jetzt auch schon sofort heiß. Und hier oben drauf, wie gesagt, könnt ihr das Ganze dann nochmal in die Intensität etwas verstellen. Und ansonsten könnt ihr das natürlich auch feststellen. Hier mit diesem Knopf ist das so, dass ihr das dann auf Dauerbetrieb stellen könnt. Und wir haben hier sogar noch eine LED, die unseren Arbeitsbereich dann beleuchtet. Also grundsätzlich tatsächlich so aufgebaut wie ein ganz normaler Akkuschrauber. Wirklich sehr, sehr leicht gehalten. Der Akku trägt jetzt natürlich hier so ein bisschen auf. Aber grundsätzlich kann man jetzt hier erstmal nichts Negatives dran finden.
So, dann kennt ihr das schon. Es gibt diese Schrumpfschläuche. Ich verlinke euch übrigens einiges unten in der Videobeschreibung. Es lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzuschauen. Natürlich sind da auch alle Geräte, die ich euch hier zeige, dann verlinkt. Und wir haben jetzt hier einen Schrumpfschlauch einmal auf so ein Kabel geschoben. Stellt euch mal vor, das Kabel ist ja an irgendeiner Stelle kaputt. Dann zieht ihr da einen Schrumpfschlauch drüber. Und dann muss der natürlich noch irgendwie heiß gemacht werden, damit der dann zusammenzieht und an Ort und Stelle bleibt. Und das Ganze dann natürlich isoliert. Und das könnt ihr natürlich mit so einem Gerät dann super realisieren. Ich habe jetzt mir diesen Umluftströmer hier drauf gesetzt. Jetzt machen wir das Gerät mal an und dann werdet ihr sehen, das geht jetzt hier wirklich in Windeseile. Ganz bisschen braucht die Pistole natürlich hier zum Aufheizen. Ist natürlich toller, als wenn man das Ganze hier mit einem Feuerzeug oder ähnlichem macht. Dann kann der Schrumpfschlauch auch beschädigt werden oder es wird einfach zu heiß oder schwarz oder wie auch immer. Und hier habt ihr dann auf jeden Fall die richtigen Temperaturen anliegen. Es gibt für die verschiedenen Schrumpfschläuche auch verschiedene Temperaturmodi. Das heißt, ihr könnt Schrumpfschläuche dann kaufen, die zum Beispiel bei 100 Grad schon zusammenziehen oder eben welche, die erst ab 550 Grad sich zusammenziehen. Ihr seht, das funktioniert hier. Das ist wirklich einer, der bei einer hohen Temperatur hier schmilzt. Aber grundsätzlich ist das Ganze jetzt hier schon fest und ich kann den Schrumpfschlauch jetzt hier nicht mehr verschieben, weil der sich jetzt hier um das Kabel herumgezogen hat. Ja, beim nächsten Gerät handelt es sich um eine Akkupumpe, die ihr zum Beispiel für Wasserpumpen verwenden könnt im Garten oder als von mir aus Regentonnenpumpe oder Zisternenpumpe oder. Könnt ihr machen, wie ihr das gerade benötigt. Da ist auch noch so ein kleiner Absauger mit dabei. Den könnt ihr hier mit einem Schlauch koppeln. Dann könnt ihr das Ganze hier irgendwo reinlegen. Und dann wird das Ganze wirklich sehr, sehr bodennah dann abgesaugt. Schaut mal, da ist wirklich nicht viel Platz dann dazwischen. Ich gehe mal davon aus, dass es so etwa einen halben Zentimeter an Absaughöhe dann hat. Steht gesondert so nicht mit dabei. Auch diese Pumpe ist erstmal mit Makita-Akkus der 18-Volt-Serie kompatibel. Die kommen dann nämlich hier oben einmal rein. Das können wir ja schon einmal machen. Das heißt, das wird hier einfach reingesetzt und schon ist das Gerät hier in Betrieb. Und ihr seht schon, hier vorne ist tatsächlich noch so eine Taschenlampe mit dabei. Das heißt, ihr könnt das Ganze auch nutzen, um damit durch den Garten zu gehen oder das Ganze als Notbeleuchtung zum Beispiel im Zelt oder beim Camping zu verwenden oder einfach, wenn ihr in irgendeinem Schacht seid oder sowas und da irgendwas hin und her pumpen müsst oder aus irgendwelchen Tanks irgendwas rauspumpen wollt, dann ist natürlich auch hilfreich, wenn da ein bisschen Licht dann vorhanden ist. Und ansonsten ist hier oben der Ein- und Ausschalter. Und dann geht die Pumpe hier sofort in den Betriebsmodus rüber. Aber man sollte die natürlich nicht lange trocken laufen lassen. Das ist dann natürlich nicht gut. Zu den technischen Daten kann man sagen, maximal 18 Meter Förderweite. Also einen Schlauch anschließen, der dann 18 Meter lang ist. Damit kommt sie dann noch zurecht. Die maximale Saughöhe beträgt 1,8 Meter. Und die Fördermenge 1641 Liter pro Stunde. Ist nicht besonders viel, aber für so eine kleine Akkupumpe ist das schon wirklich eine sehr, sehr beachtliche Leistung. Die Lampe, die hier vorne dran ist, leuchtet einmal mit 100 Lumen in der ersten Stufe und in der zweiten Stufe mit 200 Lumen. Und ihr seht, hier ist auch ein Anschluss mit dran, womit ihr dann das Ganze anschließen könnt und dann Wasser fördern könnt. Ich mache das hier einmal ab. Für deutsche Systeme ist das jetzt meistens nicht tauglich. Das heißt, die Steigung passt hier nicht. Das ist ein ganz normaler Wasserhahnanschluss letztendlich. Im Garten verwenden wir in der Regel andere Steigsysteme. Aber ihr könnt das Ganze auch ganz locker austauschen, denn ihr seht, das ist hier so ein Messingaufsatz. Das ist also gar kein Problem, das Ganze hier auszutauschen. Wir können ja mal was anschließen. So, kleiner Versuchsaufbau, wir wollen es ja auch mal ausprobieren. Ich habe jetzt weiß nicht, ob das jetzt dicht ist hier, aber wir werden es ja gleich sehen. Hier ist ein bisschen Wasser drin. Die Flussrichtung ist nach dort gelabelt. Das heißt, da kommt das Wasser eigentlich wieder raus. Ich lasse mich jetzt mal überraschen. Mal gucken, was passiert. Jawohl. Funktioniert. Das ging jetzt super, dass die Anschlüsse jetzt nicht dicht sind. Das liegt jetzt an mir. Das hat mit der Pumpe soweit nichts zu tun. Das ist klar, das könnte man dann noch abdichten mit zum Beispiel Teflonband oder ähnlichem. Aber ihr habt gesehen, wie schnell das jetzt hier hin und her transportiert wird. Laut ist sie auch nicht. Das funktioniert also auch super. Und da kam also wirklich richtig Druck bei raus. Und theoretisch könnt ihr das Ganze natürlich auch zum Blumengießen verwenden. Und last but not least haben wir hier eine Mini-Handkreissäge mit Brushless, also digitalen Motor. Dieser Motortyp ist grundsätzlich etwas wartungsärmer als welche, die eben dann ganz normale Bürsten dann dran haben. Ihr braucht euch um nichts zu kümmern und grundsätzlich sind solche Motoren natürlich leistungsfähiger und
wesentlich langlebiger als normale Bürstenmotoren. Und jetzt haltet euch fest, dieser Preis, der wird euch umhauen. Der wird nämlich in der Regel so um die 60 € liegen. Wie gesagt, ich verlinke euch alle Produkte unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch dann die tagesaktuellen Preise abrufen. Und wenn ich noch einen Code vom Hersteller bekomme, der das Ganze nochmal ein bisschen günstiger macht, dann findet ihr das natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Wir haben einen 400-Watt-Motor, also vergleichbar mit 400 Watt. Wir haben hier die Makita-Kompatibilität. Auch diese Säge wird demnächst dann für die anderen Akkusysteme dann auch noch kommen. Also wenn ihr dann schon Akkus zu Hause habt, dann addiert sich das natürlich auf. Wir haben zwei Sägeblätter mit 24 Zähnen gleich mit dabei. Könnt ihr als Längsschnittblatt sogar verwenden. Werden wir gleich mal ausprobieren. Wie gesagt, 5 Zoll ist hier die Größe. Auch wenn hier oben 4 Zoll draufsteht und 110 mm. Die Blätter, die hier drin sind, sind mit 5 Zoll beschriftet und haben 24 Zähne. Und ich habe das eben nachgemessen. 125 mm ist hier auch der Durchschnitt. Werkzeug ist gleich mit dabei, damit ihr das Blatt auch wechseln könnt. Und eine Bedienungsanleitung ist dann auch gleich noch mit dabei. Wir haben 6900 Umdrehungen pro Minute im Leerlauf und wir haben hier eine Schnitttiefe von maximal 30 mm. Wir können das Ganze sogar neigen von 0 bis 45 Grad. Das heißt, wir können auch Gehrungsschnitte damit ermöglichen. So, und bestückt mit Akku sieht das Ganze dann so aus. Liegt auf jeden Fall sehr austariert in der Hand, auch wenn sonstige Optik hier das Ganze wirklich sehr, sehr günstig vermuten lässt. Ist ja auch günstig im Vergleich zu anderen Sägen. Hier haben wir einmal den Sägeblattschutz. Ihr müsst aufpassen, dass ihr das Sägeblatt in der richtigen Richtung montiert. Das heißt, in diese Richtung wird gedreht. Das heißt, die Säge schneidet grundsätzlich von unten her das Ganze. Wir können hiermit dann die Gärung einstellen. Das ist natürlich auch nichts Hundertprozentiges, aber ihr könnt das so einstellen, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel ein Opferbrett dann bereitstellt, dann ihr wirklich auch 45 Grad Winkel natürlich erreichen könnt oder auch diese Zwischenwinkel, die dann eben hier angegeben sind. Ein Parallelanschlag ist optional dann natürlich noch möglich. Nehmt einfach irgendwie einen von einer normalen Handkreissäge oder sowas, der passt hier in der Regel rein und auch hier diese Löcher sind meistens dann passig. Irgendeine Schraube wird sich dafür finden. Ein gesonderter Parallelanschlag ist jetzt soweit nicht mit dabei. Wir haben hier allerdings nochmal die Möglichkeit, eine Skalierung abzurufen bzw. zu sehen, wo dann der Schnitt tatsächlich erfolgt und daran können wir uns dann orientieren. Manche Sägen haben ja dann auch ein Lasermodul verbaut, der dann eben eine Linie zieht, ist aber auch alles mehr oder minder nicht so genau. Also wenn ihr das anzieht und euch dann daran entlangtastet oder einfach ein Brett oder eine Leiste irgendwie über das Werkstück spannt und daran dann entlangfahrt, dann ist das auf jeden Fall wesentlich genauer, als wenn ihr das Ganze frei Hand macht und vielleicht mit einem Laser betreibt. Ja, dann haben wir hier noch die Möglichkeit, die Tauchtiefe. Tauchtiefe darf ich hier nicht mehr sagen. Dann denken die Leute, das ist eine Tauchsäge. Also es ist keine Tauchsäge, mit der ihr eintauchen könnt, sondern es ist eine Säge, die ihr vorher einstellen könnt auf die Schnitttiefe. Und dementsprechend könnt ihr dann wie mit einer Handkreissäge damit arbeiten. Und hiermit stellt ihr dann, wie gesagt, nochmal die Tiefe ein, die Schnitttiefe. Und das könnt ihr dann hier oben dann direkt am Zahn auch messen. Das könnt ihr zum Beispiel mit einer Höhenlehre messen. Verlinke ich euch auch mal unten in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr da wirklich sehr, sehr exakte Ergebnisse auch mit erzielen. Obendrauf der zweite Handgriff zur Führung natürlich. Und dann haben wir hier einmal den Abzug mit dran. Ich mache die mal an. Und dann sehen wir, 6900 Umdrehungen sind hier im Maximum erreichbar. 41 mm ist die Schnitttiefe im 90-Grad-Winkel und 30 mm dann im Gärungswinkel. Aber das ergibt sich dann auch grundsätzlich von selbst, wenn ihr die Säge dann in Betrieb habt. Also so macht es erstmal Spaß, die in der Hand zu halten. Ihr seht auch, wir haben einen Soft-Anlauf. Das heißt, sie läuft nicht gleich volle Pudde an und sie hat auch eine Art Motorstopp. Das heißt, nach wenigen Umdrehungen, wenn ihr hier den Powerbutton loslasst, dann wird sie auch gestoppt. So, probieren wir das dennoch mal frei Hand aus. Ich habe jetzt hier so 2 cm starke Kieferplatte oder Fichte ist das von mir aus. Und ich werde jetzt hier einfach mal frei Hand rüber säbeln. Das wird natürlich dann kein gerader Schnitt, nur einmal, um zu simulieren, was jetzt diese Säge hier an sich erstmal so schafft. Ich habe das jetzt gerade eingestellt, maximale Schnitttiefe habe ich jetzt hier eingestellt. Auch wenn man eigentlich immer so, wir können das ja einfach mal machen. Wir machen das richtig, so wie sich das gehört. Das heißt, ein ganz kleines bisschen über die Breite des Werkstücks hinweg, sodass wir möglichst flachen Winkel haben. Dann quält sich die Säge dann nicht so und schafft dann grundsätzlich etwas mehr. Los geht's! Also das war jetzt wirklich gar kein Problem für die Säge. Ihr habt gesehen, dass die hier durchgefegt ist.
sie hat weder irgendwie in der Motordrehzahl einen Einbruch erlitten, noch irgendwie sonst hat sie gestoppt. Und so 2 Zentimeter sind jetzt hier definitiv kein Problem. Wir können das Ganze ja einmal mit Siebdruckplatte ausprobieren. Ja, Siebdruckplatte habe ich jetzt nicht gefunden, aber so Tischlerplatte, das ist ja eigentlich das Gleiche, sage ich mal. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Das wurde hier einfach geflickt, da war irgendwie ein Fehler drin. Dann hat man hier einfach so, wie so ein Puzzleteil, was, kann man das erkennen? Wie so ein Puzzleteil, was rausgeschnitten hat, das dann wieder reingesetzt, um das Ganze dann weiter verkaufen zu können. Probieren wir mal aus, ob das jetzt hier die Säge irgendwie beeindruckt. Wie gesagt, 28 mm Tischlerplatte. Auch gar kein Problem, und dafür, dass das jetzt frei handgeschnitten ist, da blockiert ja normalerweise das Sägeblatt auch immer so ein bisschen, weil man dann ja immer dazu neigt, so ein bisschen hin und her zu bewegen. Hat die Säge jetzt auch nicht großartig interessiert, hat sie wunderbar bewerkstelligt, und ich denke mal, das sind so diese Platten, die man in einer normalen Heimwerkerwerkstatt eigentlich noch verarbeitet. Viel dickere Dinger verarbeitet man da eigentlich nicht, also ich zumindest nicht. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, ob die Säge so für euch ausreichend wäre oder ob ihr da sagt, nee, die Säge muss auf jeden Fall von mir aus 5 cm schneiden können oder sowas. Aber ich denke mal, die hat sich jetzt auf jeden Fall erstmal wunderbar geschlagen. So, jetzt habt ihr die Geräte im Einsatz gesehen. Ich denke mal, da kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Ich freue mich über eure Kommentare. Schreibt mal ein bisschen was rein, ob das auch was für euch wäre, gerade in Anbetracht dessen, dass das hier mit den großen Akkuserien kompatibel wird. Vielleicht hat der eine oder andere ja schon ein Gerät von dieser Firma dann daheim und kann davon auch berichten. Würde mich auf jeden Fall freuen und den Hersteller natürlich auch. Wenn euch das Video ansonsten Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen geklärt hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaltet, und sage bis dahin.